So, das war schon wieder das Falsche. Warum klicke ich immer das Falsche an? Aber wenigstens ein schönes Bild. Ich wollte doch das hier haben. Genau. Ja. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Euro Truck Simulator 2. Ja, komm, alle. Wieso steht denn nicht, wie viel Geld wir verdienen? Okay, hier steht 10.000. Ah ja. Wir müssen so viel Geld verdienen. Eieieiei. Stimmt, eigentlich dürfen wir gar nicht schlafen gehen, weil schlafen gehen ist vergeudete Zeit. Wir müssen Geld verdienen. Schlafen können wir noch später. Lass uns loslegen. Wir hatten die Handbremse gar nicht angezogen, ne? Oh, guck mal, das Volvo-Schild leuchtet ja wirklich. Und das hier hinten auch. Ey, es ist alles so geil. Ah! Er sagt, es ist halt nur traurig, dass die Laternen keine Schatten werfen. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Das ist ein bisschen sehr schade. So, wie weit müssen wir jetzt eigentlich noch fahren? Hier ist die Fähre. Nee, schlafen gehen lohnt sich eigentlich nicht wirklich, ne? Weil wir sind doch schon fast da. Und in der Fähre schlafen wir dann sowieso. Von daher, nee. Wir fahren einfach direkt zur Fähre. Weil wir könnten jetzt hier vorne könnten wir schlafen, aber lohnt sich nicht. Obwohl, überholen, wenn ich eh schon zu schnell fahre. Bisschen dumm. Außerdem ist da vorne eh rot. Immer geradeaus. Warum muss man hier mit 40 durchtuckern? Ist ja voll langsam. Haben die Angst, dass man hier die Grashalme verschreckt oder was? Los, die Grünphase schaffen wir noch. Biege nach rechts ab. Ja! Oh. War noch hellrot, okay? Das war noch kein richtiges Tiefrot. Von daher. So, wir mussten nach wo müssen wir denn? Ach, da sieht man es ja auch im Navigator. Und wir müssten direkt nach links ab. Das heißt nach da. Kein Problem. Map, 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 Ich map. finde eine neue Route. Warum? War's doch falsch? Bitte nicht? Oha. Ja, hier ist andauernd Regen. Hier ist andauernd Nebel. Nur wenn es regnet, dann nicht. Oh, hier ist Nebel und Regen. Was ist hier los?
suchen. Biege nach links ab. Links abbiegen. Biege nach links ab. Alter, Sichtweite von 0 Meter. Boah. Ich sehe bloß 30 zugelassen. Warum das denn? Vor allem der rechts neben mir, der fährt mehr als 30. Na, mein Freund? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts abbiegen. Alter, das ist eine Sichtweite. Also, das sieht jetzt wirklich so von der Grafik her ultra geil aus. Genau, Händler entdeckt. Was? Oh, ist das eine geile Straßenbahn. Momentchen mal. Hallo. Jetzt sagt mir nicht. Das heißt, wir müssen in jeder Stadt bei den LKW-Händlern direkt vorbeifahren, damit wir die entdecken. Wollt ihr nämlich verarschen? Na gut, ich meine, wir müssen eigentlich pro Firma müssen wir ja bloß eine Stelle entdecken, damit wir von dem Händler kaufen können. Aber trotzdem, woher soll ich denn jetzt wissen, welcher Händler hier wo ist? Also muss ich ja doch auf gut Glück alle erwischen. Oh, oh geil. Wie machen wir denn? Na gut, oder wir können zumindest, wenn wir durch einen Auftrag sowieso irgendwo durch eine Stadt fahren, können wir ja zumindest gucken, ob wir keine Schlenker fahren können, dass wir diese ganzen Fragezeichen da abklappern können. Ugh. Das ist doch ultra dämlich. Wozu gibt es Stadtpläne? Wozu gibt es das Internet? Man kann recherchieren, meine Freunde. In welchem Jahrhundert spielt das Spiel? 1703? Oder 1307? Achso, ich hätte gucken müssen, ob der Straßenmann kommt, ne? Ah, egal.
kam ja gerade erst eine, von daher. Diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Es? Zeit zu gehen. Los, sattel wieder an. Ich wollte dich absatteln. Danke. So, Handbremse rein. Mutter ausschalten. Und jetzt Enter. Gott, Alter. Habe ich aus lauter Angewohnheit den Hänger abgesattelt. Fortfahren. So, mal gucken, was gibt es hier direkt für Aufträge? Oder wollen wir erstmal schlafen fahren? Ich meine, wie ausgeschlafen sind wir denn gerade? Ah, muss ich extra für auf Fahren schalten. Wir sind komplett ausgeschlafen? Warum das denn? Ach ja, weil wir gerade mit der Fähre unterwegs waren. Sehr geil, das heißt, wir können direkt den nächsten Auftrag annehmen. Hier so. Und der führt uns bis nach Rom. 17 Tonnen, 16 Tonnen, 22 Tonnen. 7000, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er schickt uns wieder direkt zurück. Ich würde gerne mal hier auf der Insel irgendwo rumfahren. Nicht immer nur jetzt auf die... Ah, das zum Beispiel. 18 Tonnen. Das andere Ende der Stadt. Könnte da hinten wir überhaupt weiter... Hier hinten kann man gar keine Aufträge annehmen. Das heißt, wenn wir hinten sind, sind wir am Arsch. Obwohl, wir können ja direkt von der Firma selber den Aufträge annehmen, ne? Wenn wir da ankommen. Ja, mal gucken, wie es funktioniert. Ob funktioniert. So, wir müssen nach. Wo denn? Hä? Wo? Ich habe gar keine Markierung. Habe ich nicht gerade gesagt, ihr sollt mir einen Navi-Punkt setzen? Ist der dumm? Frachtmarkt. GPS. Ach, wir sind da, wo wir gerade sind. Ah. Wow, jetzt muss ich extra losfahren. Jetzt muss ich extra losfahren, um vorne zu dem komischen Punkt dazu kommen. Dämlich. So, was muss ich hier annehmen? Und jetzt muss ich wieder zurückfahren. Ach ne, hier vorne muss ich hin. Wo denn überhaupt? Da vorne muss ich hin. Wie machen wir es am dümmsten? Am besten so. Nee, das ist noch zu weit. Ich muss noch ein bisschen weiter raus. So ungefähr. Ja, könnte auch zu eng sein. Ich glaube, das ist zu eng. Das dürfte viel zu eng sein. Vor allem, weil das so ein Parkplatz ist. Seht ihr hier hinten? Nein. Da, diese komischen Stahlbügel. Die versauen mir den gesamten Tag. F1. Super. Vom Gesicht in der Kamera gar nicht. Wirklich. Oh mein Gott. Hä? Ach, das war schon gut so, ja?
Ach lol, reicht so aus. Ja, na dann. Ja, wenn's so ausreicht, der Blick ist immer noch an. Wenn's so ausreicht, dann warum nicht, ne? Dann würde ich nichts gesagt haben. Wir stehen zwar hier irgendwo so halb mitten auf nirgendwo. Wie sie da das Ding eingeladen haben wollen, ist mir zwar ein Rätsel, aber wenn sie es gemacht haben, dann... dann ist mir das auch recht. Losfahren. So, Ring ist vorbei. Sehr schön. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Alter, jetzt wieder richtig schönes Wetter. Dass gerade so ein kompletter Regen war. Immer geradeaus. Glaubt ihr jetzt keine Sau mehr? Ja, richtig schöner Sonnenschein. Oh. Ist doch schon mal nicht für jeden gerade Sonnenschein, ne? Oh, nur noch 40. Ist ja traurig. Geradeaus. So, wir bleiben mal hier bei 40, weil jetzt kommt Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nee. Ich geb Gas. Ich will Spaß. Na. Mal gucken, bevor wir den LKW ausreizen können. Ich meine, wir haben nun mal nur 500 PS. Ist jetzt nicht so viel. Ey, mit dem kack Wohnmobil. Och ne, wir müssen raus? Das ist aber scheiße. Hilfe! Oh, nein, wieso jetzt nach rechts, du Arsch?
Oh, 130, Alter. Holy shit. Holy shit. Man sieht das aber speichern. Denn wir werden gleich Hartunfall bauen. Also wenn es jetzt schon. Oh, 140. Alter, wie schnell kann denn der LKW bitte? 150, ja leck mich am Arsch. Alter, ich dachte, wir haben nur 500 PS. Keine 500 km/h. Ja klar, blockiert die ganze Straße hier. Ernsthaft? Ernsthaft? Da tuckert der hier mit 110. Genau, fahren wir schön auf den Punchstreifen, du Arsch. Da gehörst du hin. Der Punchstreifen ist noch eins weiter. Ja. Och nö, da vorne ist Baustelle, ne? Ja, da vorne ist Baustelle. Baustelle, Baustelle, Baustelle! Ah! Aber wir haben keinen Unfall gebaut, ne? Mit 150 auf der Autobahn. Das musste erstmal mit dem LKW schaffen. Ja, das, meine Lieben. Geile Baustelle, by the way. Das, meine Lieben, ist die Power von Volvo. Gut, ich meine, kann Scania wahrscheinlich auch. Ja, ein Scania hat ja auch ordentlich Power. Wobei, wir haben gerade mal 500 PS. Ich meine, letztendlich, was man mit dem LKW nicht verwechseln darf, ist, beim Auto ist es ja ähnlich. Zwar nicht gleich, weil ein Auto andere Verhältnisse hat, was Masseträgheit angeht, aber beim LKW kommt es vor allen Dingen, was die Endgeschwindigkeit angeht, kommt es gar nicht so sehr auf die Leistung an. Weil, wie man sieht, auch mit 500 PS schafft man locker seine 150. Um eine höhere Endgeschwindigkeit zu haben, braucht man vor allen Dingen ein anderes Getriebe. Weil der Motor entscheidet nur, wie schnell du diese Endgeschwindigkeit erreichst. Das heißt, wenn ich jetzt 750 PS hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht viel schneller gewesen, weil der 12. Gang, wo ich war, der war da zu Ende. Das heißt, ich hätte zwar die 150 schneller erreicht, aber viel schneller hätte ich dann trotzdem nicht fahren können. Weil, wie gesagt, da war einfach die Motordrehzahl irgendwann zu Ende. Das heißt, ich brauche entweder einen Motor, der eine höhere Maximaldrehzahl hat, gibt es aber für LKW eher nicht so, oder aber ich brauche halt ein anderes Getriebe, was eine schwächere Untersetzung hat. Ja. Und das ist eher so die Faktoren, ne? Deswegen kann ich auch mit 500 PS locker hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ich brauche halt nur länger. Das gilt natürlich nicht für alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schwertransporter habe, wo ich hinten auf der Achse 80 Tonnen habe, da geht das natürlich nicht so. Das heißt, da erreiche ich so oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, weiß nicht, 400 PS habe oder 500 PS, dann erreiche ich halt so oder so nur 70 km/h oder ähnliches. Das heißt, da brauche ich nicht nur länger, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, sondern da erreiche ich auch eine gewisse hohe Geschwindigkeit gar nicht. Was dabei aber dann daran liegt, boah, Alter, was dabei dann aber vor allen Dingen daran liegt, dass einfach aufgrund des hohen Gewichts ich so eine hohe Reibung habe. Also, ne, einfach aufgrund der hohen Anzahl an Achsen und des hohen Gewichts habe ich einfach so viel Reibung, dass der Motor alleine damit halt irgendwann so viel zu tun hat, dass er nicht weiter beschleunigen kann. Deswegen brauchst du da schon eine hohe Leistung, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Aber wenn du halt so wie ich jetzt hier gerade mal so, ich weiß nicht, 12 Tonnen hinten geladen hast, naja, dann hast du da mehr Windwiderstand als alles andere. Luftwiderstand, pardon. So, noch 60 Kilometer. So, man sieht jetzt, ja, jetzt zum Beispiel habe ich 110 km/h und ich bin bereits im 12. Gang. Mehr Gänge hat der LKW nicht. Das heißt, ab jetzt, alles, was ich jetzt mehr gewinne, geht nur noch über die Motordrehzahl. Und man sieht, ich bin jetzt schon am Ende des grünen Bereichs. Das heißt, ab jetzt kann der Motor nicht mehr so effizient arbeiten,
Und verliert dementsprechend immer mehr an Leistung. Und spätestens ab dem Anfang vom roten Bereich habe ich nahezu keine Traktion mehr. Also Traktion ist ja das, was die Reifen, also keine Schubkraft mehr. Das heißt, ich kann zwar auf gerader Strecke, wo ich wirklich nur rolle, zwar noch ein bisschen was rausholen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt wirklich noch ordentlich Beschleunigung hätte. Das heißt, das ist halt das, was eher das Problem ausmacht. Wenn ich jetzt noch 6 weitere Gänge hätte, dann könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen, vor allem wenn ich mehr Leistung hätte. Aber selbst wenn ich jetzt 750 PS hätte, dann kann der Motor zwar noch weiter durchdrücken, aber irgendwann im roten Bereich ist halt einfach Schluss, weil da der Motor einfach mal seine gesamte Energie dafür braucht, sich selbst noch am Laufen zu halten. Und keine Kraft mehr nach außen bringt, also auch nicht mehr auf die Straße bringt. Und das ist halt bei LKWs immer das größte Problem. Wie gesagt, ich bin jetzt kein LKW-Experte. Also bitte nicht alles für bare Münze nehmen. Aber laut meinem Verständnis ist das so. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Lässt er mich vorbei? Oder kommt der? Der kommt, ne? Egal. Ich muss hier raus. Oh, Nehmen Sie what? Ausfahrt rechts. What the fuck? Wozu habe ich ein Navi, wenn mir ein Navi nicht mal die Umleitungen anzeigt? Super, muss eine Umleitung fahren. Und da mir mein Navi das nicht anzeigt, muss ich jetzt selber rausgucken, wo ich lang fahre. Warte kurz, welche Spur ist jetzt gesperrt? Die Abbiegerspur ist gesperrt, ne? Genau, das heißt, geradeaus kann ich weiter. Da will ich hin. So, das heißt, ich könnte hier einfach außen umfahren. Wenn ich jetzt hier einen Punkt setze, genau, dann habe ich quasi da lang. Fahrt vorsichtig. Ja, navigier du mich mal lieber vorsichtig, meine Liebe. Schickst mich hier mitten in die Baustelle. Danke dafür. Ist ein TomTom-Navi, ne? Zum Glück ist jetzt die Umleitung nicht so groß. Na? Aber gut zu wissen. Dass mich das Navi immer, also dass das Navi Baustellen nicht berücksichtigt. Ist natürlich nicht so Rechts geil. halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich habe da gerade Catalina gelesen. Aber Catania heißt der Ort. Ich meine, zugegeben, Catalina Demnächst wäre rechts auch ein ab. relativ seltsamer Name für einen Ort. Gut, Catania steht jetzt auch nicht viel besser, aber hey. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, Schöne dritte Gegend hier, Ausfahrt ne? nehmen. So die ganzen Häuser und die ganzen Bäume und so. Sieht schon echt Nimm nicht schlecht diese aus. Ausfahrt. Sieht schon echt geil aus hier. Demnächst rechts abbiegen. Geil. Ah, wir haben grün. Biege nach rechts ab. Tu ja, tu ja. Achso, müssen wir links bleiben. Links halten und dann Achso. links abbiegen. Jetzt so. Biege nach links ab.
guckt euch diese Palmen an, Alter. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Ah gut, okay, irgendwo im Süden. Ja, da kann man schon am Äquator, kann man da schon mit Palmen rechnen. Das stimmt schon. Geile Gegend. Sieht ja hübsch aus. Ich sollte langsam aufhören, immer zu schnell zu fahren, ne? Mhm. Kaum habe ich einen LKW, rase ich hier rum wie so eine wild gewordene Rasa. Alter, wie langsam rollt denn der aus? Ich dachte, der LKW ist ein bisschen mehr Rollwiderstand. Lol. Oder gehst du gerade bergab? Ey, ich fahr nur noch 50. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Na, was nun? Blinkt der oder was? Keine Ahnung. Weißt du, wenn sie mir schon vor... Ups. Wenn sie mir schon vorlasse, könnte sie wenigstens Lichthupe geben. Aber so... Denke ich, der will weiter. Ja, der ist auch weitergefahren. Der ist gerade ausgefahren. Der ist gar nicht abgebogen. Wow. Das heißt, er hat mich wirklich vorgelassen, ohne Lichthupe zu geben. Oder habe ich die nur nicht gesehen? Bin ich blind? Wo ist der Bildschirm? So. Ich war schon wieder dezent zu schnell. Aber ist mir mittlerweile gewohnt. Oh, Alter, wie der Hänger sich neigt, Alter. Uiuiui. Immer geradeaus. Ja, schön durchs Tor durchfahren. Los, geh lieber auf, geh lieber auf, geh lieber auf, geh lieber auf, geh lieber auf. Beide angekommen. Ich war mir jetzt natürlich schon völlig klar, deswegen hab ich gerade gespeichert. Aber schon witzig, ne? Auf geht's. Na komm, mach auf. Dass du wirklich auf 3 Meter ranfahren musst, damit der Vollidiot da drinnen merkt, dass du rein willst. Ich meine, gut, in dem Fall, in seinem Fall, der hat... Ja, irgendwie dumm ist das Haus gebaut. Der hat nur Fenster in diese Richtung. In die Richtung kann er gar nicht gucken. Weil da ist einfach nur Wand. Da kann er gar nicht in die Richtung gucken. Das Ding ist ja ultra dämlich gebaut, ey. Oder ist es da das andere Häuschen da drüben, das Häuschen hier? Also, das Häuschen. Weil das kann in die Richtung gucken. Und das hätte er mich doch schon sehen müssen. Ah ja, wer weiß. Wer weiß. So, da hinten müssen wir hin, okay? So, das Wichtige ist, wir müssen jetzt direkt von hier eine Fracht mitnehmen. Am besten die da. Das sieht geil aus. Ah, sehr gut. So. Ausgezeichnet. Fortfahren. Nein, ich habe auf Fortfahren geklickt. Wetten, jetzt kriegen wir hier kein Angebot mehr. Doch. Hä? Jetzt ist hier ein dicker Punkt. Davor war hier so ein kleiner Punkt. Are you kidding me? Vor allem, wo ist denn die schöne Fracht? Ach, hier ist der. Yay. Kriegen wir zwar nur 20 pro Taler? 20 Euro pro Taler, klar. 20 pro Kilometer. Aber... Na, dann nehmen wir mal doch lieber das hier. Da haben wir 30. Und wie gerade mal 11 Tonnen. 2 Traktoren zusammen gerade mal 11 Tonnen. Nice. No. Not bad. Schickt uns wieder zurück zu unserer Insel da. Da würde ich lieber in die Richtung fahren.
Ich will mal hier ein bisschen erkundigen. Von daher nehmen wir mal lieber die Fracht. Die wiegt auch gerade mal 12 Tonnen. Und da kriegen wir auch fast 30 Euro pro Kilometer. Let's go. Machen wir aber erst. Machen wir aber erst nächste Folge. So. Speichern. Achso, ich speichere noch hier. Ja, ich speichere mal zweimal. Let's go. Jetzt haben wir hier auch ja richtig Vorschau. Beim Schnellspeichern aber nicht. Cool. Jetzt macht doch dieses Bild hier endlich mal Sinn. Nicey dicey. Okay. Ja. Ich will beenden. Ich habe genug von meinem Leben. Ich kann nicht mehr. So. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Bis zur nächsten Folge und damit bis dann.